Yo, 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 Leute, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf dem Rob Nation Kanal. Es gibt so viel zu berichten, aber ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich habe auch während dem letzten Video und dem neuen Video hier, TÜV hatte ich, Tausender Service hatte ich. Ich kann jetzt dann Wheelies machen, habe noch keine gemacht, weil ich das auf Video haben wollte. Ja, es funktioniert jetzt viel mehr alles. Also es hat sich voll viel verändert. Ich habe neue Handguards dran, ich habe neue Mini-Blinker dran. Oh, ich liebe sie, die sehen so schön aus. Und die waren so einfach zu installieren. Und weil das Wetter so kacke war, habe ich das dann in Angriff genommen. Das war das einzige Positive an dem Wetter, dass ich Zeit hatte, an meinem Motorrad ein bisschen rumzuschrauben. Und ja, ich erzähle heute allgemein einfach viel über Tausender Service, Umbauten, was mir alles passiert ist. Mein Auto war kaputt. Ey, Mann, wo fange ich denn überhaupt an? Naja, fangen wir mal bei den Blinkern an, weil die, das ist ja so geil. Das ist so eine Kleinigkeit. Oh, ich würde am liebsten jetzt schon ein Wheelie machen. Wir warten noch, wir machen die Karre, fahren sie erstmal so ein bisschen warm. Ich habe auch neue Schutzkleidung, kommt auch noch dazu. Boah, ja, ich habe so viel zu erzählen. Hi, dann zeigt neue Ausstattung, neuer Helm. Ja, das Video wird auf jeden Fall, viel Input haben, hoffentlich. Und ja, also, Mini-Blinker, eh geprüft, super winzig, super geil zu installieren. Wieso funktioniert das nicht bei allen so? So genial. Die kommen an, man steckt die alten einfach ab. Man steckt die neuen an, man muss kein Relais verbauen, man muss hier nicht irgendwas für einen Blödsinn machen. Ich kann ja mal blinken, dann seht ihr das. Die blinken ganz normal, die haben ein Relais in dem Blinker drinnen, wie die alten halt auch. So genial, also so verstehe ich es halt mal zumindest. Das ist nämlich, die sind nämlich genau gleich aufgebaut, die haben die gleiche Steckverbindung vom Stecker. Du steckst einfach die alten Blinker ab, du steckst die neuen Blinker ein. Fertig. Wieso ist es nicht immer so einfach? Ich verlinke dir euch auf jeden Fall unten. Mega cool. Dann kommt noch dazu, neue Handguards. Auch mega chillig. Oh, wunderschön in Alu. Blend einfach so ein paar Videos ein. Detail Shots, dies, das. Ihr wisst Bescheid. Auch viel schöner. Musste ich jetzt ein bisschen anders verbauen. Die Teile hier, die sind eigentlich... Oh, ich hoffe, die Kameraeinstellung passt, weil ich habe einen neuen Helm und da komme ich auch noch dazu. Ja, und ich hoffe, ich bleibe auch nicht stehen, weil mein Tank ja schon wieder leer ist. Ja, die musste ich irgendwie andersrum verbauen. Eigentlich kommt diese Halterung, die Klemme, die kommt unten rum. Aber weil die irgendwie diesen Kabelstrang verändert haben, zur alten 701, musste ich das jetzt hochlegen. Finde ich aber trotzdem nicht so schlimm. Passt sowieso gut zu dem silbernen hier dazu. Allgemein wäre es zwar mir lieber, wenn alles in schwarz wäre. Hier habe ich gleich direkt beim Tausender Service mitgenommen. Sind eigentlich ganz nice. Kann man mal machen. Was haben wir hier jetzt? Hier geht es bergab. Aber wir können es ja trotzdem mal probieren, weil jetzt niemand kommt. Boah, Alter, geil. Das geht ja, boah, das ging ja richtig gut. Leckomio. Wir probieren es nochmal. Ah, jetzt sind wir im dritten Gang. Scheiße. Ja, am besten wäre es eigentlich andersrum. In die Richtung, weil da geht es ein bisschen bergauf. Tue ich mir, glaube ich, ein bisschen leichter. Aber wir probieren es einfach nochmal. Ah, ja, das war First Luck. Vielleicht probieren wir es auch im dritten Gang. Boah, Alter, hier ist ja gerade gar nichts los. Das ist saugeil. Zweiter Gang, dritter Gang. Oder ne, dritter Gang, erster. Okay, dritter Gang ist ja gar nichts gegangen. Okay, ne, da bin ich jetzt gerade noch. Da bin ich jetzt noch überfordert. Wir machen es im zweiten. Ja. Schalten wäre halt jetzt auch gut. Naja. Schalten ist noch nicht so. Wir haben es nochmal runter. Wir probieren nochmal ein und dann war es das mal. Ja, ja. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Schiebt so an, das ist so gestört. So geil. Ey, die macht so Spaß, das ist unglaublich. So cool, dass ich mir die wieder gekauft habe. Freut mich richtig. Beim Tausender Service wurde auch jetzt das behoben, was ich im letzten Video gesagt habe.
dass, weil ich konnte ja zum Beispiel mein Motorrad nicht starten, wenn ich im Leerlauf war. Also ganz verrückt, ich konnte die Karre nicht starten, wenn ich im Leerlauf war, wenn der Ständer unten war, und ich musste die Kupplung ziehen, obwohl kein Gang drinnen war, um zu starten. Also ganz, ganz verschickt. Ganganzeige hat nicht funktioniert. Also das war einfach so ein Softwareproblem. Die haben einfach die neue Software hochgeladen oder sowas und dann hat das einfach funktioniert. Ja, danke auch an den, ich habe den Namen leider jetzt nicht im Kopf. Da hat mir irgendeiner geschrieben, dass bei ihm das nicht so ist und dass da irgendwas an meiner Karre nicht stimmt. Ja, und das wurde auf jeden Fall auch behoben. Top. Dann war ich auch noch beim TÜV, wurde nichts bemängelt. Nur absolut in Piss dorthin gefahren, weil es hat ja durchgehend nur geregnet eigentlich. Es gab immer wieder so ein paar kurze Momente, wo ich mal mit dem Motorrad fahren hätte können. Ging aber dann trotzdem nicht, weil mein Auto kaputt gegangen ist, weil ein Marder sich komplett ausgelebt hat. Der hat komplette Schläuche zerfleddert. Ich weiß nicht, der hat da eine richtige Party drin geschmissen. Brutal. Wenn ich Glück habe, übernimmt das aber meine Versicherung. Das wäre eigentlich ziemlich nice. Wird aber noch geklärt, weil ich hätte eigentlich in eine Partnerwerkstatt gehen müssen von meiner Versicherung. Mein Versicherungsberater war aber zu der Zeit gerade im Urlaub und konnte mir das nicht sagen. Deswegen bin ich selber zu irgendeiner Werkstatt gegangen und habe das reparieren lassen. Schaden hat übrigens 280 Euro gekostet und wäre eigentlich aber ganz nice, wenn das repariert werden würde. wenn man mir das zahlen könnte. Ich hoffe auch, die Tonqualität ist ganz gut. Ich hoffe, ich rede auch nicht zu laut, weil ich teste ja gerade ganz neue Sachen aus. Weil ich ja auch einen neuen Helm habe. Boah, ich war so voll am Überlegen, Crosshelm oder Integralhelm. Ich hatte ja einen Crosshelm, der war aber schon relativ alt und ich hatte ja mit dem auch mal einen Unfall. Zwar nichts Großes, den kann man auch easy verwenden, weil ich da nicht eigentlich draufgefallen bin. Aber ja, zum Motorradfahren, gerade mit der 701, ist der nicht ganz so geil gewesen, muss ich sagen. Weil der hat so viel Wind reingelassen, weil es ein Enduro-Helm war. Und das war super unangenehm zum Fahren. Und ich dachte mir auch, wenn ich jetzt gerade mit dem Sena unterwegs bin, was ich jetzt auch auf dem Helm oben habe, ist das halt eine deutlich bessere Geschichte, wenn ich irgendwie so einen Integralhelm mir kaufe. Und dann war ich so hin und her gerissen, boah, bockt es auf eine Sumo? Ich bin mir so unsicher. Ich kann es euch ja einfach mal zeigen. Ich tue, genau, hier sieht ihr mich so ein bisschen, Peace. Sieht eigentlich ziemlich nice aus. Hier ist das Sena dran, falls ihr das auch erkennen könnt im Spiegel jetzt. Und ist ja von HJC ist es der Helm. Eigentlich die Carbon-Variante. Mega schön, super leicht, super geil zu tragen. Und es ist so ein Luxus, mit diesem Helm zu fahren. Es ist so chillig, wenn man keine Windgeräusche da die ganze Zeit ins Gesicht bekommt oder der Helm so nach hinten gezogen wird. Voll geil. Die Perspektive müsste jetzt eigentlich schon deswegen auch ganz cool sein. Die ist nämlich jetzt hier vorne an meinem Kinnbereich. Boah, Alter, das ist immer so schnell auf 100. Das ist verrückt. Ja, deswegen, da bin ich auch super gespannt. Das schaue ich mir dann selber an. Ich hoffe, ich kann das Zeug verwenden. Und auch von der Tonqualität her, ja, ersetzt ein Integralhelm müsste vielleicht auch besser sein. Ich habe keine Ahnung. Weiß auch nicht, ob man jetzt noch den Motorsound so hört. Deswegen, ich gebe einfach nochmal Gas. Schauen wir mal. Ich glaube, hier könnte man nochmal einen Wheelie machen. Wir schauen nur, ob da jemand kommt. Muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen vorsichtig sein, wenn hier Gegenverkehr kommt. Überholen wir jetzt doch nicht. Geil, okay, fahren wir halt hier hinterher. Die Kurven sind eigentlich ziemlich geil zum Ballern. Ja, und dann ist auch noch, oh mein Gott, ey, ich habe so viel Geld ausgegeben bis in letzter Zeit. Dann ist noch mein Handy kaputt gegangen, weil auf einmal doch gar nichts eigentlich, nicht weil. Ich bin am Handy gewesen, auf einmal ist das Netz weg und ich gehe dann in die Einstellungen rein,
suche ein neues Netzbetreiber, klicken an, wird einfach nicht akzeptiert. Ich habe ein iPhone 11 Pro gehabt und es ist anscheinend von der 11er Serie ein gängiges Problem, dass auf einmal das Netz weg sein kann. Komplett kacke. Und dann habe ich ganz dringend ein neues Handy gebraucht, weil ich ja das zum Arbeiten brauche. Und boah, dann habe ich mir auf eBay Kleinanzeigen schnell neues in der Umgebung geholt. Auch eigentlich ein ziemlich geiles Angebot bekommen. Da bin ich ziemlich glücklich sogar drüber. Aber hätte halt auch nicht unbedingt sein müssen. Ja, und zur Schutzkleidung, gut, dass ich immer so hin und her springe, habe ich mir jetzt am Oberteil habe ich jetzt noch keine richtige Schutzkleidung. Da habe ich nur so ein Protektoren-Shirt. Aber als Hose und Schuhe habe ich jetzt hier sowas an. Das sieht aus, als ob ich hier so Freizeitkleidung anhab. Übertrieben nice. Da habe ich, da war ich in dem Motorradland und habe ich da ein bisschen beraten lassen. Und der Typ hat gemeint, dass die Kleidung hier, die ich anhab, die ist geprüft und getestet, dass die so, also komplett bis 120 km/h sie keine Nachteile zur Lederkombi hat. Das ist übel verrückt. Also die ist komplett sicher bis 120 km/h, und mit der Sumo fahre ich sowieso eigentlich meistens nicht unbedingt schneller. Und die hat auch Knieprotektor, Hüftprotektoren und so weiter. Mega chillig. Die Schuhe sind auch keine Ahnung was. Frag mich nicht. War auf jeden Fall teuer, war aber auf jeden Fall auch geil. Eine geile Investition, meine ich. Weil sie super bequem ist. Ich gehe jetzt ja auch zum Beispiel einkaufen und kann dann halt einfach so ganz gechillt rumlaufen. Super bequem sind die Sachen, die liegen auch echt gut an. Dass da auch der Knieprotektor zum Beispiel aber auch nicht verrutscht oder sowas, weil das war bei meiner Lederkombi jetzt nicht ganz so geil. Falls es jemanden interessiert, kann ich ja auch tue auch einfach mal die Hose und die Schuhe auch mal verlinken, falls den einen oder anderen das interessiert, was es da so gibt. Und jetzt fehlt mir eigentlich nur noch oben rum was, und da weiß ich nicht, irgendwie da wäre so ein Hoodie ganz geil. Die gibt es nämlich auch so gesichert und so weiter. Oder ob es eine Jacke werden soll, so eine chillige, die sieht so aus wie so eine Bomberjacke in der Art. Wird es auch geben. Keine Ahnung, muss ich mir noch überlegen, deswegen habe ich die noch nicht gekauft. Ja, viel auf jeden Fall passiert. Ich hoffe, ich habe mal alles so erzählt, was ich so erzählen wollte. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich rede mal ein bisschen immer so ein Wirrwarr durch die Gegend. Aber ich glaube, das ist eigentlich ganz chillig, wenn ich so ein bisschen laber, was so bei mir abgeht. Ich schaue mir sowas nämlich auch super gerne an, was bei anderen so Leuten so abgeht. So auf dem Sofa, auf dem Fernseher, bisschen irgendwas essen und währenddessen so Videos gucken, die im Hintergrund laufen. Übel chillig. Deswegen, ich hoffe, vielleicht gefällt es den einen oder anderen. Und ich bin jetzt gleich beim Einkaufen. Deswegen sage ich mal, vielen Dank fürs Zuschauen, wer überhaupt bis hierhin geschaut hat. Und man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss, Leute.